Guten Tag, euer Öni hier und herzlich willkommen. Das ist immer eine chillige Begrüßung, oder? Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zum 19. Far Cry Primal Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter mit Far Cry. Wir nähern uns auch immer langsam und näher dem Ende zu, aber da wird noch einiges auf uns zukommen, Leute. Und ja, gestern hatte ich sehr starke Stirnhöhlenentzündung. Das ist heute auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. Ich bin aber nicht zum Arzt gegangen, weil ich habe gedacht, ich lasse es erstmal über Nacht ruhen und gucke, was dann passiert. Es tut zwar noch ein bisschen weh über meinem Auge hier, aber ist auf jeden Fall schon deutlich besser geworden. Ich habe erstmal gedacht, gestern, scheiße, was ist denn da wieder passiert? Aber zum Glück ist jetzt wieder besser geworden und ich kann wieder Vollgas geben in den Videos. Gestern konnte ich nicht so laut reden und alles, da hat mein Kopf mega wehgetan bei WWE, aber am Ende ging es dann doch noch klar. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja diesen einen Typen da, wir haben ja dieses ganze Dorf überfallen, das war richtig schwierig gewesen, aber wir haben es am Ende doch noch geschafft. Und jetzt haben wir bei ihm eine neue Mission auf der Karte, die ist irgendwo da ganz hinten, da müssen wir erstmal hinkommen. Und ja, da sind wir auch eigentlich schon direkt. Der hat nämlich eine neue Fähigkeit, die wir da erlernen können. Irgendwas mit Feuerball oder sowas. Und das wäre eigentlich ganz gut. Das ist ja so als eine Granate. Guck mal, wieder am Gucken ist voll verzweifelt, der Arme. Dann reden wir mal mit ihm und gucken mal, was uns hier erwarten mit bei der Mission. Kriegst gleich meinen Samen. Su gaujata ma u twarshi suman. Unana! 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 What's my name? So, mal gucken, was wir jetzt hier machen müssen. Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Saat der Sonne. Okay, es ist eher so ein komischer Typ, der da irgendwelche, was weiß ich, für Fähigkeiten drauf hat. Aber die können natürlich für uns wirksam sein. Wir schauen mal auf der Karte, was wir noch so für Missionen haben. Die wird richtig krass. Isila Heimat, da erwarten uns noch krasse Dinger hier. Oder hier bei Urki. Der Urki. Ne, es ist nicht Urki, das ist Ul. Ul, genau, so heißt der. Ul. Dieser Name regt mich so auf, Alter. Heißt einfach Ul wie Uli Hoeneß. Wo ist denn jetzt die Mission, Alter? Ey, die wollen mich verarschen, ey. Da stand doch gerade zum Kartenmenü hinzugefügt und da ist einfach nichts. Egal, Leute. Ich schau mal eben nach und dann schauen wir gleich, sehen wir uns gleich hier wieder, Alter. Heute kommt auf jeden Fall noch, denke ich, GTA 5 Online. Das haben sich ja wieder sehr, sehr viele von euch gewünscht. Und es wird auch einfach mal wieder Zeit, eine schöne Runde GTA zu zocken mit euch Abonnenten da draußen. Da wird auf jeden Fall was Lustiges heute Abend kommen, Alter. So, wir sehen uns dann gleich bei irgendeiner Mission wieder. Ich mach mich dann auf den Weg. Ah, da haben wir die Mission. Roshani von den Izilla. Da ziehen wir den mal den Samen ab, oder was? Stil während eines Izilla. Wetzlauf, Samen für dein Dorf, Alter. Hört sich ja gar nicht pervers an, stiehlt Samen für dein Dorf. Egal, wir machen mal die Mission, sehen wir uns gleich dort wieder. Mein Gott, Alter! Tushi. Tushi. Was, Tushi? Tushi, Muschi. So, Freunde, und da sind wir auch schon direkt beim Stein der Weisen. Sieh still während. Okay, machen wir noch ein Shanti. Sashman weiter da aus. Muss Samen finden. Sag der Sonne, Checkpoint. Okay, wir müssen jetzt irgendwo was finden. Erreiche das Übungsgelände. Mein Gott, mal dieser scheiß Schluck auf, ey. Ich hab mich wie so ein verreckendes Schaf, Alter, ey. Meine Güte, ey. So, das ist jetzt direkt hier in der Nähe. Wir machen uns mal auf den Weg dorthin und gucken mal, was wir da sehen. Was machen die? Das machen die weg. Oha. Stiehl die Samenbeutel, bevor die Isila was? Bevor die Isila sie finden. Okay, meinen die mit sie jetzt mich oder wen meinen die? Egal. Ah, jetzt holt er die Eule wieder. Die Eule, verpiss dich. Ich brauch den Jägerblick. Und ich brauch die Samen. Die Samen kommen. Dein Samen läuft auf meinen Haaren runter. Was? Okay, da sehe ich schon ein paar Samen. Oh, Samen. Da haben wir den Samenbeutel 1 von 3. Okay, wir müssen jetzt hier rumschleichen. Wie schon Harry Potter. Hey, komm her. So, kommt alle her, Mann. Ich muss die Samenbeutel finden. Warte mal, hier wird bestimmt auch irgendwo einer sein. Hallo, wo sind denn die scheiß Samenbeutel? Rückt mal eure... Ah, hier haben wir doch. Ah, lila, ne, lila Blatt, was ist das denn? Ne, ne, ne. Aber, ah, die sind auf der Karte markiert. Okay, okay. Dann bin ich ja gerade komplett falsch. Wir müssen... Ah, ich glaube, das sind immer... Pro Ort gibt es da bestimmte Mengen an Samen.
Und wir sind gerade hier im falschen Ort. Oder bin ich gerade dumm? Ja, wir sehen uns einfach gleich wieder, Leute. Jetzt fängt dieses Pech auch bei Far Cry an. Tensei, der Schamane, kann dir beibringen, wie du Raubtiere zähmst. Schamane, Scharmuta. Ah, Freunde, ihr hattet doch recht. In jedem Gebiet gibt's einmal Samen. Hier haben wir Samen Nummer 2. Hallo, heb das auf! Er hat er aufgehoben. Jetzt wollen die uns hier schlagen, oder was? Da kommen unsere Bestie. Ah, tut das gut, Alter. Einfach raufwichsen da. Einfach zack, zack, splash wie der Asitoni damals. Einfach raufhauen, Leute. Und die anderen chillen da hinten ihre Eier, Mann. Die können meine Eier lecken. Wir gehen jetzt mal zu der nächsten Stelle. Die ist ja direkt hier vorne. Die brauchen wir nicht schneiden, Leute. Ja, was wollte ich euch sonst noch so sagen? Es ist echt ein phänomenales Wetter hier momentan in Düsseldorf. Oha, was ist das denn da unten? Achso, das war ein Gebüsch. Es ist echt ein richtig krankes Wetter in Düsseldorf bei uns momentan. Ich denke mal bei vielen von euch auch. Das Wetter ist einfach nur so pornorös. Wochenende soll es bis zu 25 Grad werden. Und das heißt natürlich hier, ja, Freibad, rausgehen und so. Aber ja, für mich ist das ein bisschen schwierig, Freunde. Weil ihr wisst ja, ich habe meine Hautkrankheit. Und auch wenn sich das jetzt für den einen oder anderen komisch anhört, aber ich traue mich damit nicht in die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich habe das schon mal damals gemacht und mich hat jeder Mensch da draußen, egal ob alt oder jung, von oben bis unten dumm anguckt, ey, was hat der denn da an seinen Armen, an seinen Beinen und sowas, das ist ja voll ekelhaft, wäscht er sich nicht oder was weiß ich. Aber wenn die mal wüssten, welche Krankheit ich hatte, Alter, dann würden die ein bisschen Mitleid zeigen, Alter, aber das geht einfach. Ich kann so nicht ins Schwimmbad gehen, weil ich habe momentan, die Krankheit ist so heftig rausgekommen wieder. Ich weiß einfach nicht, warum. Ich kann es nicht sagen, weil die Krankheit ist unheilbar. Die ist jetzt nicht so krass schlimm. Die kann zwar auch auf die Gelenke gehen und die Gelenke zerstören, aber damit muss ich irgendwie klarkommen. Ich muss das versuchen, das Beste daraus zu machen. Die Krankheit hat auch sehr, sehr viel mit Stress zu tun, hat sehr viel mit dem Stress und allem zu tun. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss mich einfach wohlfühlen. Und ja, ich hatte halt Phasen, keine Ahnung, da ging es mir nicht so gut. Und deshalb war das auch alles ein bisschen komisch gewesen. Deshalb kam die Krankheit wahrscheinlich auch raus. Oder weil ich zu wenig geschlafen habe, sehr viel Stress hatte mit den Videos und sowas. Das kann man nicht sagen, das weiß ich einfach nicht. Wir haben jetzt hier alle drei, ich komme aus dem Gebiet, okay? Ja. Also ihr wisst, denke ich, was ich meine. Es ist halt ziemlich schwierig, Alter. Guck mal, ich hatte jetzt 2014, 2015 hatte ich fast komplett Ruhe. Man hat die zwar an zwei paar Stellen gesehen, aber das ist dann nicht so schlimm. Und dann kann ich trotzdem gerne mit T-Shirt rausgehen, mit was weiß ich allem. Aber jetzt hier, jetzt momentan mit T-Shirt oder kurzer Hose rauszugehen, Alter, das traue ich mich einfach nicht, weil das sieht so krass aus. Ich werde das euch auch irgendwann zeigen, aber ja, das ist halt echt schlimm, ne? Man macht sich dann so einen Gedanken, ey, warum habe ich das bekommen? Warum bekomme ich sowas? Warum nicht andere Menschen, die Scheiße bauen oder nicht so sind wie du oder sonst irgendwas? Natürlich, momentan geht's mir prächtig. Ich habe YouTube, ich habe meine Familie, ich habe alles. Und Kinder in Afrika verhungern. Natürlich kann man sich auch mit denen mit der Unterschicht vergleichen. Die Menschen, denen es momentan nicht so gut geht. Aber das ist dann halt trotzdem traurig. Man vergleicht sich halt immer. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Die Krankheit hat nur 5% in Deutschland und ich gehöre dazu. Hab das ja mit 18 Jahren bekommen, da war die Krankheit noch geringer, dass ich sie bekomme. Da war das 1%. 1% 18-Jährige hatten die in Deutschland und ich habe zu diesen 1% gehört. Ja, es ist halt ziemlich schwierig, damit umzugehen. Mittlerweile komme ich schon damit klar, aber immer macht man sich trotzdem die Gedanken im Sommer so, ja, warum habe ich das bekommen? Was soll die Scheiße? Das ist so ein Abfuck, Leute. Weil das sieht man so krass auf der Haut. Die Haut juckt übertrieben. Ich muss mich jeden Abend eincremen und so. Das ist schon nicht gerade lustig, sage ich mal, Alter. Das ist schon ein ziemlicher Abfuck, Leute. Und mir geht es bei den Videos gut. Ich kann immer mit euch reden hier draußen. Ich weiß Bescheid, dass da Leute sind, die mir zuhören und sowas. Und oh, war das einer von uns? Nee, keine Ahnung. Ich weiß immer, dass ihr für mich da seid. Und oh, scheiße, ich habe meinen Dorfbewohner getötet. Ich weiß, dass ihr für mich da seid, dass ich mit euch über alles reden kann. Und ja, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben. Bestimmt hat der ein oder andere von euch das vielleicht auch, die Krankheit, weil ich natürlich niemanden wünsche oder die Eltern oder irgendeinen aus der Familie. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, die dir geholfen haben, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich habe noch kein Heilungsmittel davon. Viele sagen, ja, tu mal das drauf, tu mal dies auf die Haut, dann hilft das, bla bla. Ich habe schon so viel ausprobiert, aber am Ende hat nichts geholfen. Man muss auch wirklich seine innere Ruhe finden. Da muss ich einfach mal schauen, aber das kriegen wir schon hin, habe ich genug gelabert, Leute. So, jetzt machen wir weiter mit der nächsten Mission, wir haben die gerade abgeschlossen. Können wir jetzt eigentlich wieder zurück zum Dorf, oder warte mal, ich schau mal eben kurz nach.
Ja, da haben wir wieder eine Mission. Rede mit Roshani, Alter. Roshani, dann geh mal wieder zurück ins Dorf und machen die nächste Mission bei dem Typen. Bis gleich. So, da sind wir auch direkt wieder bei ihm. Was soll ich dir denn helfen, du Arschloch? Was will der denn? Okay. Ah, wir können jetzt auch bei ihm das erbauen. Okay, warte mal, wir schauen mal kurz nach. Was steht da? Upgrade 1.2. Soll ich seinen Knast umbauen oder was? Oha, 25A und Südsteinstaub. Seltene Elschon. Wir haben eigentlich alles. Perfekt, können wir auch direkt mal verbessern. Jetzt, was kriegt der denn jetzt? Ein größeres Gefängnis oder was? Ah, nee, der wurde aus der Kammer rausgelassen. Der gehört jetzt auch zu unseren Dorfmitbewohnern. Und der wird uns bestimmt einiges beibringen, beziehungsweise auch wichtige Sachen. Sowas wie Bomben, sowas wie Granaten für Call of Duty, sowas kann man damit vergleichen. Akzeptieren wir mal, perfekt. Dann machen wir direkt auch die nächste Mission hier bei ihm. Also gehen wir mal hier rein und gucken mal, was der uns hier zu bieten hat, der Vogel. So. Der Tensei, der macht einfach gar nichts. Der chillt in seinen Hütten, Alter. Bestimmt raucht er sich noch einen durch, ey. Und dann immer, ey, Tensei. Mission zur Karte, Mission hinzugefügt. Alles klar, dann machen wir mal direkt die nächste Mission. Ich guck mal kurz, ob wir genug Fähigkeiten. Wir haben 3 Fähigkeitspunkte, die wir irgendwo einsetzen können. Ich schau mal kurz nach. 100% oder 160 Schritt im Gelände, das ist eigentlich schon cool. Warte, jetzt 10 Ball. Ne, das brauchen wir nicht. Mit der Eule brauchen wir auch nicht so. Stelle 2 Keulen her, stelle 2 Stachelbomben her. Stachelbomben sind schon wichtig. Warte mal, aber ich finde, das andere ist wichtiger. Verringert den Schaden, den du durch Feuer erleidest. Ja, wir werden oft verbrannt eigentlich. Das ist schon... Ah, Isila-Fähigkeiten. Die sind neu dazugekommen. Perfekt. Die sind nicht schlecht, Alter. Warte, guck mal kurz nach. Das ist schon wichtig mit Feuer, Alter. Dass wir kein Feuer haben. Das habe ich mal direkt gekauft. Guck mal, Feuerbomben, Alter. Die werden heftig werden, ey. Okay, ja, die haben coole Fähigkeiten, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der nächsten Mission wieder hier. Blutopfer. Wow, wo sind wir denn hier gelandet, Leute? Warte, was geht denn hier ab? Eieiei, okay. Finde die Isila-Priesterin und töte sie, bevor sie den Venya opfert. Eieiei, wo ist denn der Venya? Warte mal. Zack. Ich schlag einfach... Ah, da ist doch der Venya. Hier, der liegt drauf. Die Isila-Priesterin. Wo ist die Priesterin? Ojo. Okay. Wir müssen jetzt alle hier töten in dem Dorf. Bevor die unseren Kollegen töten. Unseren Venya, den die gerade in Gefahrsam haben. Wo sind die denn alle? Das war's, glaube ich. Ah, da kommen die, da kommen die. Okay, kommt alle her. Bam, Junge. Oha. Die ist ja voll stark, Alter. Nee, die ist doch nicht stark. Ein Schlag, die ist tot. Weiter, weiter. Oha, mein Leben. Hallo. Was ist denn mit meinem Leben los? Eieieiei. Wir greifen, glaube ich, zu viel an. Wir müssen mal hier ein bisschen die Speere werfen und so in seinen Rücken rein. Letzte Keule. Eine Priesterin ist eingetroffen. Eieieiei. Okay, es kommen immer wieder mehr Leute. Immer mehr Leute. Wie die Zombie-Wellen bei Call of Duty. Da kommen immer mehr Leute. Zack, Junge. Aber unsere zweihändige Keule, die ist richtig geil, Mann. Die hat so eine Power. Da kommt die Priesterin. Stuff, Junge. Komm her. Farm, Junge. In deine Fresse. Du kannst auch herkommen. Zack. Oh, fuck. Ich habe fast mein Tier getroffen. Habt ihr das gesehen, Leute? Töte die Isila-Priesterin. Okay, die nächste kommt da hinten. Unser Tier ist fast tot. Das ist nicht so toll. Das ist nicht so toll. Okay, wir heilen ihn mal kurz. Hier, Uschi. Freie die Venya. Okay, machen wir mal direkt. Das ist doch nur ein Venya. Oh, der ist da richtig am Liegen, ey. Der Arme, Alter. Los, bitte. Ja, man, Mission geschafft. Blutopfer. Die Missionen sind ja eigentlich relativ einfach bei dem Typen. Was sind auch die Einstiegsmissionen, sage ich mal. Bin mal gespannt, wie lange wir noch so viel Far Cry ungefähr brauchen werden. Gucken, ob wir noch eine Mission bei ihm machen können. Wir schauen mal eben kurz nach. Weil diese krassen Missionen, Alter, da sind wir, glaube ich, noch nicht so drauf vorbereitet, ey. Weil zum Beispiel die hier unten in der Isila-Heimat hier, das wird krass werden, Alter. Oder
Hier bei Ul, da oben hat er auch eine Mission irgendwo. Wo ist die denn? Genau da, Alter. Die sind auch alle zu heftig. Wir gucken mal nach, ob wir bei ihm ins Dorf gehen können und mit ihm. Ja, wir können mit ihm reden. Dann machen wir erstmal bei ihm die Mission, würde ich sagen. Damit wir uns immer nach für nach ein bisschen verbessern, neue Fähigkeitspunkte bekommen. Perfekt, Freunde. Dann sehen wir uns gleich dort wieder. So, da sind wir zurück im Dorf. Was guckst du so? Guck mal, der Arme, Alter. Hilfe, Hilfe. Warsharta d'agua tu izi la shitauga. Uwenja sarusancha. Sai samjarta tagarsh. Okay. Der Feuersturm. Ach du Scheiße, wir sollen jetzt irgendwelche Sachen verbrennen, wo die Venya, glaube ich, gefangen halten. Ne, okay, das wird spannend werden. Bis gleich. Der Feuersturm brenne das Isila-Lager und die Felder nieder. Okay. Würde ich sagen, machen wir erstmal unsere zweinige Keule. Müssen wir wieder herstellen. So, jetzt haben wir die am Start. Okay, wir werden uns versuchen, langsam fort... Uiuiui, Sonnenläufer. Aber wir brauchen ja eigentlich Pfeil und Bogen und müssen es entzünden. Warte mal. Ja, super. Wo soll ich denn da was anzünden? Vielleicht das? Ich hoffe, das brennt, Alter. Ich weiß nicht genau, was wir hier an... Ah, da oben sind wieder welche. Guck mal, der Rillepeter. Warte mal. Kriegt auch direkt mal hier einen Pfeil und Bogen in seine Fresse rein. Hier, verbrennen! Verbrennt, ihr Schweine! Jetzt fängt auf einmal alles an zu brennen. Da können wir auch drauf ballern. Ich würde sagen, wir schießen erstmal ein bisschen hier rum, damit es schön am Brennen ist. Wir haben ja auch vorhin die Fähigkeit gekauft, dass wir hier alles besser überleben, wenn hier was brennt. So, da haben wir auch noch wieder was da hinten. Zack, die Hütte wird auch noch brennen. Guck mal, die alle rasten komplett aus, Mann. Kommt her, komm. Oh, shit, Alter. Da wirft einfach einen Stein auf mich. Stuff, Junge. Boah, habe ich schon die Beine weggezogen und dem auch, Alter. Zack, in deinen Rücken rein. Guck mal. Oh nein, Alter. Ich hoffe... Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, hier sind wieder diese Endbosse von der letzten Folge, Freunde. Ach du Scheiße. Ich brauche Stachelbomben. Ich brauche Stachelbomben. Für die brauche ich meine Stachelbomben. Oh mein Gott. Uiuiui. Zack, nimm das hier. Ach du Scheiße, ey. Das ist einfach wieder dieser Baba-Boss. Mit dem habe ich jetzt gerade mal überhaupt nicht gerechnet, Leute. Ich schwöre es euch. Oh mein Gott, unser Tier ist tot. Eieiei, was geht hier ab, Leute? Es ist ja überhaupt... Oh mein Gott, da kommt er, da kommt er. Der scheiß Baba-Boss, was macht der denn hier? Ich check es nicht. Und da ist auch einer uns am Helfen von der Isila. Der ist aber schon tot jetzt. Egal, der andere ist auch tot. Optimal, der Boss ist tot. Komm, komm her. Ich schlag die Bienen. Okay, das ist meine Mission, die mal endlich mal ein bisschen schwieriger wieder ist. Ist einer von uns? Ist einer von uns? Ja, ist einer von uns, Alter. Da sieht man ja... Ah, die helfen uns. Das ist mega korrekt. Dass wir auch mal ein bisschen Hilfe bekommen. Sonst macht ihr manchmal alles alleine, ja? Aber jetzt kriegen wir auch mal schön Hilfe. Zack, Junge. Ich muss auch mal öfter Takedowns machen, weil sonst ist das immer richtig unnötig. Guck mal, das Dorf, wie das am Brennen ist. Okay, die Hütte brennt noch nicht. Dann werden wir sie mal zum Brennen bringen. So, alles soll brennen. Das ganze Dorf soll niederbrennen, ey. Guck mal, da sieht man auch schon mal dieses Heu. Zack. Oi, 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 oi. Boah, das wird alles so schön brennen, Alter. Das wird alles so schön brennen, ey. Dieses Verbrennen macht sogar richtig Spaß irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist ganz cool. Ist lustig. Das können wir auch verbrennen hier, einfach die Scheiße hier. Aber wir können auch unsere Keule einfach entzünden. Warte mal, wir nehmen einfach mal die Keule. Zack. Ja, die müssen wir erstmal herstellen. Knochen. Zack, dann, warte mal, entzünden wir die. Dann können wir einfach zack da drauf hauen. Dann brennt das auch so schön alles. Das kann auch brennen. Hier. Da muss ich immer die Munition verschwenden, ey. Das ist immer unnötig. Was können wir, ah, da haben wir noch was Schönes. Da haben wir noch eine schöne Hütte, die wir verbrennen können. Oh, 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 oh. Eieiei, da sind neue Gegner gekommen. Oh mein Gott. Eieiei, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Zack. Mach doch einen Takedown. Ja, super. Ey, diese Feuer löschen. Lösch das scheiß Feuer. Zack, Junge. Oh mein Gott, unser Tier ist tot. Eieiei. Oh mein Gott, mein Leben. Mein Leben. Ach du Scheiße, ey. Warum ist unser Tier schon wieder tot? Das würde ich mal gerne wissen. Oh mein Gott, wir kriegen gerade so auf die Schnauze hier, Leute. Was geht denn hier ab? Warte mal, wir verbrennen erstmal hier dieses Scheiß. Was macht unser Tier da oben? Ey, ich raste hier gleich aus, Mann. Was macht unser Tier da oben? Ich habe das gerade verbrannt. Eieiei, das kann was werden, Leute. Egal, ich packe mir erstmal die ganzen Gegner hier. Zack, in deine Fresse. Oh mein Gott, nicht, dass da wieder so ein Boss kommt, ey. Wenn ja, sind wir gefickt. Eieiei, oh mein Gott, unser Tier kommt noch Leben. Ja, ich bin tot, Leute, ich bin tot. Ja, 100%. Wie soll ich da hochkommen? Ja, zieh dich hoch. Ey, heil dich doch. Ja, wir sind tot.
Ey, wie schwierig das ist, Mann. Bis gleich. So, Freunde, und da sind wir wieder. Versuch Nummer 2. Da haben wir den scheiß Boss. Ey, wag dich noch einmal so, unser Tier anzugreifen, du Pisser, Alter. Scheiße, wir müssen das Dorf wieder niederbrennen. Ich würde sagen, wir schießen auch schon mal auf ein paar Häuser drauf. Zack. Ja, Mann, ich glaube, der ist tot, ne? Alter, wie schnell ist der denn tot gegangen, der Boss? Ganz locker easy, Alter. So, machen wir direkt weiter hier. Warte mal, was können wir verbrennen? Das können wir noch verbrennen, dieses Haus hier. Das fängt aber irgendwie nicht an zu brennen. Ei, ja, unser Tier ist tot. Ach du Scheiße, von was wurde das dann getroffen? Egal, wir holen jetzt erstmal die ganzen Gegner jetzt hier. Warte. Bam, Junge. Ey, wo ist er hin? Hallo? Ey, will er mich verarschen? Ey, will der... Ey, wo ist der denn hin auf einmal? Der war doch gerade noch neben mir, der Gegner. Verschwindet der auf einmal? Stiger Rille, Peter. Wir haben auch voll viele Leute, die uns jetzt unterstützen. Wir waren auch voll viele im Dorf, die wir befreien mussten, die zu uns gehören. Und das war halt der Fehler, dass wir das nicht gemacht haben am Anfang. Weil dann ist es auch viel einfacher, weil die einem auch gleichzeitig helfen. So, dann müssen wir mal schauen, wie wir das Dorf am besten verbrennen. Warte, was brennt denn hier so schön? Oh, ist das ein Gegner? Ne, ist einer von uns. Okay, das ist, glaube ich, alles schon abgebrannt, ne? Das sieht schon so alles verbrannt aus, glaube ich. Das auch. Das auch. Guck mal, das kann man noch verbrennen. Das sieht man sofort. Das kann man noch brennen. Man muss dann wirklich auf alles achten, was man verbrennt, glaube ich, ey. Weil sonst schafft man das nicht. Guck mal, diese Häuser sehen ja alle schon verbrannt aus. Aber das, ich weiß gar nicht, was wir alles haben, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder. Aber da kommen jetzt auch wieder die nächsten Gegner. Die schnappen wir uns erstmal, die greifen wir uns zusammen an. Warte, wo sind die denn? Hä, wo sind die? Da hinten sind die schon alle, die ganzen Rille-Peters. Kann man, ist das Haus schon verbrannt? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Egal, ich schieße einfach mal drauf. Wir gucken mal nach. Bam, in deine Fresse, Alter. Boah, hat das gut getan, um einfach mal in die Fresse zu werfen. Hier, kriegst einen Schlag mit dem Ding hier. Ja, das Haus hat nur zum Beispiel noch nicht gebrannt. Oha, irgendwas ist hinter mir. Da. Perfekt, perfekt, hat unser Tier. Oha, was? Ich dachte, das wäre gerade ein Gegner hier, Alter. Aber ist das einfach nur eine Pflanze? So, jetzt müssen wir noch den Rest des Dorfes verbrennen, Leute. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, das Dorf ist verbrannt. Der Feuersturm abgeschlossen, Alter. Ja, die Mission war ehrlich gesagt ein bisschen schwerer als die davor. Weil da war auch dieser Endboss wieder da gewesen. Neue Dorfbewohner plus 4, optimal. Boah, sind das Gegner? Ja. Was machen die denn hier? Kommt mir auf einmal aus dem Nichts, Alter. Da kriegst du erstmal einen brennenden Keule in die Fresse, ey. Ja, meine lieben Freunde, da würde ich sagen, war's an dieser Stelle hier von unserem nächsten Far Cry Primal Let's Play. Hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, Far Cry ist in Ordnung, das macht Bock, aber ich finde, das hat mit der Zeit irgendwie ein bisschen nachgelassen. Ich fand, am Anfang hat es mir viel mehr Spaß gemacht als jetzt, weil jetzt wird es immer ein bisschen so eintöniger, einseitiger. Ich fand das anfangs richtig cool, weil noch kein Tier hatte, das zähmen musste und so. Aber jetzt, ja, macht zwar trotzdem noch Spaß, keine Frage, aber ich finde, die hätten ruhig ein bisschen mehr Abwechslung mit reinbringen können. Aber so passt mir das auch, macht auch trotzdem Spaß. Und ja, heute kommt auf jeden Fall noch GTA 5 Online, haben sich ja wieder sehr, sehr viele von euch gewünscht. Das wird auf jeden Fall kommen und, die Tage kommt dann das große Finale von GTA San Andreas. Da müssen wir gucken, wie wir das machen werden. Ob wir dann GTA 4 oder GTA Vice City Let's Playen oder doch erstmal Uncharted 4. Da müssen wir schauen, dass wir nicht zu viele Spiele gleichzeitig Let's Playen. Ich versuche auch Quantum Break durchzubekommen, so schnell es geht, die Folgen immer länger zu halten. Weil ihr feiert das Spiel nicht so sehr. Ich mag es zwar richtig, aber... ja, keine Ahnung, jeder hat da seinen eigenen Geschmack, Freunde. Und ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da bin ich mich wieder sehr über 6000 Likes freuen. Euer Öni ist raus, euch allen noch einen schönen Tag, ihr seid die Besten, haut rein und ciao!